Das ist auf jeden Fall sehr naheliegend. Es ist auch der erste und der zweite Seed. Also ja. SDN ist der beste Spieler hier. Und oh, geht auch direkt los. Direkt rein. Wir sehen auch, wir haben wieder Scorpion und Break auf Ike und Pac-Man. Das heißt, die haben ihre Combo weiterhin am Start. Hm, finde ich interessant. Also Pac-Man eigentlich nicht der Main von Scorpion, soweit ich weiß zumindest. Bei dem sieht man öfter mal Kit. Ja. Genau, Dong Dong mit Ken. Das ist alles bei Weitem, beziehungsweise eigentlich spielt der Ryu. Also ja. Den anderen Street Fighter-Charakter in Smash. Und ja, dann haben wir noch Kurumi mit Byleth. Da ist auch alles beim Alten. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Bei uns. Oh, das ist auch schon ja, die ersten beiden Stocks weg. Zwei Stocks weg. Jeweils von einem Team quasi weggenommen. Ja. Man sieht hier wieder so ein leichtes 1 gegen 1, dass man quasi sich auf beiden Seiten befindet und jeweils auf einen Spieler geht. Genau, also Smash Ultimate Doubles sind chaotischer als bei den Spielen davor, meiner Meinung nach zumindest. Mhm. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ja, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen schwieriger geworden. Allerdings, wenn man das so ein bisschen grindet, dann kann man durchaus sehr krasse Sachen machen, auch so als Team. Ja. Also Kombos, wie du schon gesagt hast, es gibt meistens Splitten, die sich so in 1-1, aber es ist oft so, wenn du dann deinen Gegner mal wegschlägst, dann kann es sein, dass du jemanden in den Rücken fallen kannst, zum Beispiel. Und dann vielleicht auch Kombos machen kannst mit deinem Partner. Und gerade bei Pac-Man, der ist auf jeden Fall sehr verrückt mit den ganzen Items. Ja. Da sind dann gute Kombos möglich. Man kriegt hier direkt. Oh, doch, die spielen sehr gut Break. Zusammen. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt, ist gerade momentan 4-3 quasi an Leben, die noch übrig sind. Die man hier noch zur Verfügung hat. Dong Dong aber schon auf hohen Prozenten. Ja, der muss sich auf jeden Fall ein wenig in Acht nehmen. Und man muss sagen, Scorpion spielt gerade ziemlich gut. Also man sieht, es ist nicht das erste Mal, dass er Doubles spielt. Der macht auf jeden Fall sehr viel und hat auch erst 24% auf seinem zweiten Stock drauf. Ja. Okay, Break schafft es Dong Dong, Stock zu nehmen und Kurumi ist auch weg, oder? Ja. Ja, hat man keinen Jump mehr zur Verfügung. Und jetzt sieht das natürlich ganz anders nochmal aus, weil Scorpion zwei freshe Stocks hat. Ja. Und dann eben der Stock von Break, der angebrochen ist. Oh! Break jetzt hier schon auf hohen Prozenten, aber er kann ja den Stock von Scorpion hier nutzen, genau. Um wieder zurückzukommen. Scorpion jetzt mit 51%, wie ich schon gesagt habe, also es wird hier auf jeden Fall spannend. Bei uns alle Doubles-Begegnungen Best of Three, das heißt, wer als erstes zwei gewinnt, hat gewonnen, zwei Games. Ja, das war ja recht schnell in unserer ersten Begegnung. Da waren ja Break und Scorpion direkt nach zwei Matches rausgefallen. Aber mal sehen, wie sie sich dann jetzt hier behaupten können. Bisher sieht es ja schon mal ganz gut aus. Ja, es wird spannend. Pac-Man ist... Oh, und er hat beide erwischt. Jetzt wow, ist ein 1 gegen 1. Es ist ein 1 gegen 1. Okay, jetzt bin ich gespannt. Auch noch zwei Schwertcharaktere. Ja. Man sieht, es wird dann direkt ein bisschen langsamer. Muss immer ein bisschen mehr abwägen, was man genau jetzt macht. Oh, okay. Oh. Und die Dash Attack. Okay. Break holt das Ganze noch. Und das ist das 1-0 für Scorpion und Break. Ja. Hier in Losers Round 1. Aber wirklich sehr, sehr knapp. Ne? Das hätte jetzt ganz am Ende, hätte das nochmal in beide Richtungen gehen können. Scorpion sehr, sehr stark. Ne? Hat sich sehr lange sehr low gehalten. Musste dann aber einen Stock eben abgeben. Und da natürlich dann etwas unglücklich gelaufen. Aber man hat ja am Ende dann das Match holen können. Dementsprechend ist man da, glaube ich, ganz zufrieden. Und man bleibt, so wie es aussieht, auch bei den Charakteren von gerade. Das heißt, beide Teams glauben hier mit der Combo eben das Match weiterhin holen zu können. Genau. Wir sehen jetzt gerade auch den Chat. Also, wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche etc. oder einfach mit uns reden wollt, dann könnt ihr das gerne machen. So, wir gehen in Game Nummer 2. Wieder so eine kleine 1 gegen 1 Situation hier, aber Scorpion kommt direkt rüber, sobald er ein bisschen Zeit hat. Also
Also hier wirklich sehr gut koordiniert. Ja, das ist eben eine smarte Doubles-Strategie, dass du deinen Gegner weghaust und dann möglichst versuchst, 2 gegen 1 zu spielen. Und oh, guter Gimp, direkt Kurumi weggegimpt. Sehr, sehr stark. Jetzt muss man hier ein bisschen gucken, aber man kriegt hier eigentlich alles ganz gut hin. Break hier mit der schönen Combo. Dongdong eben gut in die Luft gehalten. Hat jetzt auch die Prozente angesammelt. Man wird hier weiter in die Luft geschmissen. Dongdong wird nochmal ein bisschen abgefangen, kann sich aber auf den Boden retten. Scorpion macht gerade so viel mit Pac-Man. Ja. Und kriegt hier schon zweite Stock von Kurumi weg. Breaks erster Stock draußen. Dongdong hält also gut dagegen gerade. Oh! Kann den Stock behalten. Team Rot braucht hier jetzt gerade auf jeden Fall eine gute Combo oder irgendwas, um nochmal aufzuholen. Ja, Scorpion hält sich hier echt gut, wird aber ganz gut weggeschossen. Kann sich vielleicht noch einmal retten. Ja, holt sich zurück auf die Stage. Und damit ist man jetzt erstmal wieder drin. Break, kurz ein bisschen am Struggle gewesen, kann sich aber auch retten. Entsprechend hier erstmal wieder alle on stage. Und in den einzelnen Kämpfen drin. Scorpion hat hier wieder Kurumi, aber die kann sich gerade noch retten. Und auch Scorpion ist weiterhin dabei. Sehr, sehr schön. Break jetzt aber hier. Mehr und zu fair. Box hier Kurumi raus. Und damit hat man nur noch 2 Stocks auf Dongdong und Kurumi. Das lief nicht so gut. Kurumi jetzt hier gegen 5 Stocks alleine. Gegen 2. Jetzt will ich aber auch Kombos sehen hier. Zeig mal ein bisschen Action. Ein bisschen Action kann man sich jetzt geben. Oh, das war's glaube ich schon. Nee. Kann sich noch retten. Da hat man geangelt. Wenn jetzt die Prozente ein bisschen hochgeballert. Man will Scorpion verenden. Einfach noch mit 3 Stocks. Ja. Lässt sich den nicht nehmen. Oh. Da arbeiten beide gerade ein bisschen gegeneinander. Aber jetzt vielleicht die Kombo? Nee. Ja. Und das war's. Okay. Sein. Das war also das 2-0 für Scorpion und Break. Die kommen weiter im Bracket. Die dürfen noch bleiben. Ja, unsere nächste Begegnung.